So, ja, wir sitzen hier im Concept Cycles Hamburg, ja, dem neuen Specialized-Laden in der Kollaustraße mit dem neuen deutschen Meister, ja, wir kennen uns schon, Pascal Ackermann. Pascal, erstmal hier, ne, Handshake, wie geht's dir? Ja, momentan kann ich echt nicht beschweren, ich bin gut in Form, bin immer fröhlich, habe Spaß beim Radfahren und so ein Meistertrikot beflügelt natürlich auch. Das glaube ich dir. Du bist schon seit ein paar Tagen in Hamburg, ist das richtig? Ja, weil ich jetzt nicht so oft zu Hause bin, habe ich zu meiner Family, zu meinen Eltern gesagt, komm, wir fahren ein paar Tage früher nach Hamburg, wir gucken uns die Stadt noch an, gehen ins Musical. Und deshalb war ich jetzt schon ein paar Tage hier, habe mir auch schon die Strecke angeguckt in den letzten Tagen. Und von daher ist jetzt alles langsam in guter Vorbereitung. Ich muss mal direkt nachhaken, Musical, Alter, welches Musical hast du denn angeguckt? Ich war noch nie in einem Musical und da habe ich gesagt, ich will König der Löwen angucken. Und, dein Fazit? Also ich war beeindruckt, also ich konnte mir das nicht so vorstellen und von daher fand ich es echt cool. Also ich würde es weiterempfehlen. Ich habe damals als kleines Kind geheult in König der Löwen tatsächlich, aber es war großartig. Du warst ein paar Tage jetzt in Hamburg, hast du denn eigentlich so die Pflicht in Hamburg erfüllt? Hast du die schon erfüllt? Das Must, was man hier in Hamburg machen muss? Nee, also wenn es das Franzbrötchen ist, habe ich extra auf heute gewartet. Der Junge ist vorbereitet, ja. Und ich natürlich auch, ja, mein Lieber. Und zwar habe ich heute was ganz Besonderes dabei, ja. Ich habe die Hamburger Franzbrötchen natürlich in der Tüte, aber es sind Hamburger Streusel-Franzbrötchen. Die sind noch geil, die sind noch geil. Das macht eine Menge Dreck. Aber das werden die, glaube ich, hier schon tolerieren, denke ich mal, ne? Pass auf, nimm dir einfach mal eins raus. Ja, ja, ich würde es in Ruhe zu Hause essen dann. Würdest du meinen Teamkollegen auch mitbringen und dann würden wir es dort essen. Die müssen ja auch was davon haben. Immer dieses Lügen, ja. Das ist jetzt einfach, aber keine gut. Sorge, ich esse schon. Na gut, okay. Aber lieber, es sind 4 Stück drin, ja. Die gehören dir. Ja. Ansonsten, Sonntag, Cycle Classics. Wie viele Male bist du die jetzt schon mitgefahren? Also ich war letztes Jahr das erste Mal am Start bei den Cycle Classics und früher bin ich noch die Young Classics gefahren oder Vattenfall Classic hießen sie damals noch. Die du gewonnen hast? Die ich gewonnen habe, ja. Also habe ich bis jetzt eigentlich immer ein gutes Feeling in Hamburg gehabt und von daher freue ich mich schon riesig auf das Rennen. Ich habe damals schon gesagt, vor einem Jahr haben wir uns auch bei den Cycle Classics getroffen. Dieses Jahr bin ich zum 11. Mal dabei. Ja, nochmal, brauchst du noch Tipps von mir? Ja, also natürlich am Berg vorne reinfahren, Vollgas drüber und oben weiterziehen bis ins Ziel. Der Junge weiß, wovon er spricht. Er braucht gar keine Tipps mehr von mir. Ich muss dich allerdings natürlich eine fiese Frage fragen. Ja, wir haben Peter Sagan bei euch im Team mit am Start. Kollege, Alter, ich habe eigentlich auf dich gewettet für die Cycle Classics als Sieger, ne? Ja, man muss gucken, was das Team sagt, wie die Stallorder ist. Und ich denke, Peter ist momentan wieder auf dem aufsteigenden Ast nach seinem schweren Sturz bei der Tour. Und von daher gucken wir halt, wer am Ende im Finale noch am frischesten ist. Und dann wird das Team entscheiden, wie wir das Finale gestalten. Aber ich meine, als deutscher Meister in Hamburg zu gewinnen, was Geileres gibt's doch nicht. Ja, für mich gäbe es nichts Geileres. Aber wir haben auch noch einen Weltmeister im Team. Und es wäre auch nicht schlecht, wenn ein Weltmeister in Hamburg gewinnt. Muss man auch dazu sagen. Ja, ist was dran, ist was dran. Lass uns kurz über deine Saison sprechen. Wir haben uns damals, ich glaube am 7. Dezember letzten Jahres, bei der Teampräsentation von deinem Team, das letzte Mal getroffen. Und da hast du ganz bescheiden gesagt, oh, ja, wenn ich in meinem zweiten Profijahr vielleicht mal einen zweiten Platz oder vielleicht mal ein Rennen gewinne, dann war es schon ein geiles Jahr. Alter, du hast ja gefühlt, was alles abgeräumt, was es abzuräumen gab für dich. Ja, wie ist es für dich gelaufen? Erzähl mal. Ja, also das Frühjahr war schon extrem gut in Belgien, immer mit zweiten und dritten Plätzen. Leider hat immer noch ein letztes Stückchen gefehlt. Und dann bei der Romandie hat man einen schweren Stand mit den ganzen Bergen. Aber ich hatte zwei Leute mit Chili und Rudi, die mich die ganze Zeit motiviert haben, gesagt, wir stehen es durch. Und dann letzte Etappe, da hat es dann geklappt. Und seitdem ist für mich wie so ein Schalter umgelegt. Und seitdem läuft es eigentlich einfach. Ich habe so viel Spaß am Radfahren momentan. Die Teamkollegen stehen voll hinter mir. Ich stehe voll hinter ihnen, ich habe volles Vertrauen in sie und es macht halt einfach Spaß, am Wochenende zum Rennen anzureisen und die Leute zu sehen. Wie sieht das in dir aus, wenn du sagst, der Schalter ist umgelegt worden? Heißt das einfach, du hast auf einmal das bessere Gefühl im Massensprint oder kannst du das beschreiben? Was ist dieser Schalter genau? Ja, es ist halt irgendwie, man schwebt halt so ein bisschen durchs Feld. Es ist halt, es geht alles leichter, du machst dir nicht so viel Gedanken, bin ich jetzt in Form oder bin ich nicht in Form? Du fährst halt einfach und
dann gehst du in die letzten Finale rein, du vertraust voll deinem Team, sagst, die machen das für mich schon, ich muss nur dranbleiben. Und dann fährst du halt mit denen durch das Feld durch und am Ende fühlst du dich halt wirklich noch gut und bist halt motiviert, jetzt im Team wieder das zurückzugeben, was sie dir vorher gegeben haben. Und das muss ich halt sagen, das macht dir halt mega Spaß, ihnen das auch wieder zurückzugeben. Dein geilster Sieg bis jetzt, wahrscheinlich die deutsche Meisterschaft, ist das richtig? Ja, ich würde eigentlich, die deutsche war halt cool wegen dem Trikot. Ja. Aber ich muss sagen, jetzt sowas wie London, da habe ich mich wirklich selbst überrascht. Das hätte ich niemals gedacht vorher. Du hast Cavendish, glaube ich, geschlagen, ne? Ja, es waren ziemlich viele am Start. Ja, ich weiß. Mal einen großen Namen wollte ich mal raushauen jetzt, ja. Ich kann sie alle auflisten, ja, okay. Mhm. Und dann, dass es halt in Polen gerade so weiterging, das war halt schon für mich auch krass zu sehen, dass das, die Trainingsaufwand, weil ich betrieben habe, dass es so zurückkommt. Hast du dein Training irgendwie umgestellt? Ja, ich habe ein paar Kilo abgenommen. Wie viel? 7. Halt! Dein! Wie hast du bitte 7? Erstmal, du hast dich überhaupt nicht verändert, optisch zumindest. Wie nimmt man als Profiradsportler mit 6% Körperfettgefühl oder wahrscheinlich weniger sogar noch 7 Kilo ab? Ja, ich hatte vorher 13-14% Körperfett. Und das Ding war halt, ich habe halt gern gegessen, ich habe es mir gut gehen lassen. Und das war dann halt für mich, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich umschalten nach dem ersten Sieg bei der Romandie, weil es halt einfach wirklich schwer ging. Und zur Dauphiné hatte ich das dann geschafft. Und das war dann für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, warum schwer machen, wenn es auch einfach geht. Ich bin völlig geplättet, Alter. Respekt, Respekt. Sag mal, was hat denn Burki, was hat denn Markus Burkhardt zu dir gesagt, als er quasi sein deutsches Meistertrikot an dich übergeben musste? Hat man sich da ausgetauscht? Ja, also wir haben vorher noch zusammengesessen, es war ja Burki sein Geburtstag. Und er hat vorher schon eingesehen, dass es für ihn nicht der perfekte Kurs ist. Und dann hat er am Abend schon gesagt, ich würde gerne mein Trikot weitergeben. Und hier haben wir ein junges Talent und ich würde mich freuen, wenn es so weitergeht. Und ich fühle mich geehrt, dass ich es von Burki übernehmen durfte. Ach, das ist doch nett. Das ist doch herzerwärmend hier. Das ist doch herrlich. Ich will ehrlich sein, du wirst in den Medien gerade ziemlich gehypt, tatsächlich. Na? Was macht das mit dir, wenn es auf einmal heißt, Pascal Ackermann, der neue Marcel Kittel? Ja, also ich spüre jetzt nicht den Druck, muss ich sagen, sondern für mich ist eher Motivation, weiterzumachen und wirklich später mal zu werden wie ein André Greipel, wie ein Kittel oder wie ein Degenkolb. Das ist schon mein Ziel, da irgendwo mal hinzukommen. Und ich sehe mich jetzt noch nicht dort, definitiv. Und von daher muss ich schon noch hart dran arbeiten, wirklich dahin zu kommen, wo die waren oder sind. Was brauchst du? Was fehlt dir noch, um wirklich dieses Level zu erreichen? Oder sagst du, komm, hier, nur die Erfahrung? Naja, also erstmal Erfahrung, das lernt man nur über die Jahre. Dann natürlich gute Lehrer im Feld, die sie es beibringen, was wir momentan auch im Team haben. Und dann gehört natürlich auch zu, die Grundlagen zu legen, also dass du wirklich konstant bleibst. Und damit ist noch ein weiter Weg bis dahin. Schaut man sich dann auch was von Peter Sagan zum Beispiel ab oder versuchst du was von Peter Sagan zu kopieren, nachzumachen, um vielleicht selber noch irgendwie dieses Ding, ja, Sekunde, was haben wir? Batterie von was? Achso, bald. Ja gut, okay, aber lassen wir laufen. Ja, Lennart wird schon ganz nervös. Ja. Kopierst du noch was von Peter Sagan? Was gibt es da noch zum Abschauen? Ja, Peter ist halt eine beeindruckende Person. Er fährt durch die Berge vorne mit rum, der attackiert gern, der sprintet schnell. Und ich finde es halt cool, dass er halt wirklich sagt, ich probiere auch mal was anderes, wie nur den ganzen Tag im Feld zu sitzen und am Ende zu sprinten. Und das ist halt das, was mich beeindruckt an ihm. Und ich würde auch gern sowas machen. Also ich würde auch gern mal in Spitzengruppen gehen, attackieren und einfach mal probieren, was geht. Ah, es kommt noch, musst du halt noch weitere 7 Kilo verlieren. Oder? Und ganz ehrlich, Finger weg von den Franzbrötchen. Cyclassics, ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Ansonsten, Ziele für den Rest der Saison? Ja, also ich habe jetzt nächstes Mal noch die Deutschlandtour, die auch bei mir in der Heimat vorbeigeht. Die ist ein ganz, ganz großes Ziel und dann muss man gucken, was noch so kommt. Weltmeisterschaft Innsbruck, oder? Das ist auch was, oder? Ich bin als Zuschauer, aber nicht als Fahrer. Na gut. Pascal, es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken mit dir. Ja. Eine Sache muss ich noch sagen, habe ich schon ganz häufig vergessen, dir zu erzählen. Du bist mein Held. Soll ich sagen, warum? Weil du der erste Radprofi bist, der meinen YouTube-Kanal Shakedown, bei Facebook zumindest, geliked hat. Wirklich? Ja, du bist der Erste. Was sagst du dazu? Ich
fühle mich geehrt, dass ich der Erste war. Und ich hoffe, dass ich nicht der Letzte war. Hoffe ich auch. Hoffe ich auch. Mein Lieber. So, Lennart hat jetzt Feierabend. Batterie ist wahrscheinlich leer. Pascal, wir drücken dir die Daumen für die Star Classics. Dankeschön.